Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder, eure Sandora, und ich habe mal wieder was für euch gezockt, und zwar Rollerplay, und das erscheint am 3.12. auf Steam. Ja, wenn ihr Bock habt, mehr zu sehen, dann lasst ein Abo da, haut gleich mit auf die Glocke, damit ihr immer erfahrt, wann es was Neues bei uns zu sehen gibt. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Let's go! So, da sind wir jetzt in Rollerplay und ja, wir haben hier viele Sachen, die wir anklicken können oder einstellen können. Zuerst gucken wir mal in die Settings. Da haben wir Audio, Grafik können wir uns einstellen. Für VR können wir uns Sachen einstellen, dass wir den Avatar sehen, die Hände sehen. Rechtshänder und Linkshänder ist vorhanden. Ja, das Ganze gibt es auch für den PC, also Non-VR, also in Flat. Und dann haben wir hier noch andere Einstellungen, Subtitles. Ja, die Subtitles sind natürlich nur in Englisch dann. In Deutsch ist es nicht, aber das ist nicht tragisch. Ja, da sich das alles hier selbst erklärt. Ja, dann haben wir hier noch Player Mode, Follow, Top Down, No Fail. Dann haben wir hier noch Hilfe. Wenn ich darauf gehe, sehen wir, wie wir spielen können mit den Controllern. Oder aber ja, mit dem Lichtschwert. Oder aber wir müssen uns wirklich körperlich betätigen. Und dann haben wir hier noch einen Story-Mode. Das Ganze ist aber auf Englisch nur. Und somit auch die Untertitel sind in Englisch. Und der erzählt uns jetzt hier so ein bisschen was. Ja, das kann man sich dann mal anhören, wer sowas mag. Ich skippe das Ganze jetzt. So, und dann haben wir hier noch Avatars. Momentan ist nur John und Sally da. Ich hoffe mal, dass da vielleicht nachher noch zum Release neue Charaktere hinzukommen. Und dann haben wir hier einen Spiegel. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Und ja, der Körper bewegt sich nicht wirklich, sind nur die Arme und, wie sollte anders sein, die Möppis. Gut. Lassen wir das mal. Ich bleib bei Sally und Beck. Dann haben wir hier noch Places, die wir uns aussuchen können. Ja, okay, da steht Coming Soon. Also haben wir nur den Ocean zur Verfügung und ich kann hier nur auf Back klicken. Wie schon gesagt, das ist eine Vorversion und ja, wenn das Ganze denn erscheint, kann man hier auch alles nutzen. So, wir haben auch den Create-Modus. Only Desktop Non-VR Editor is available only in Non-VR Desktop. Und da können wir uns dann eine eigene, ja, Route hier bauen. Und wir können auch eigene Musik hier hinzufügen. Gucken wir mal hier noch rein. Roller Copy, Dreaming Emotion. Wenn ich jetzt auf Edit klicke, kommt auch, es ist nur auf dem Desktop möglich, das zu bearbeiten. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, dann haben wir hier noch weitere Einstellungen, Control Mode. Und zwar haben wir einmal das mit dem Lichtschwert, wo wir mit dem Lichtschwert bestimmen, was der Charakter machen soll. Dann haben wir noch Step Squat. Das ist, dass wir uns selber bewegen müssen, wirklich. Also wir müssen in die Hocke gehen, ducken, wir müssen springen, wir müssen nach links oder rechts ausweichen. Und ja, das ist dann schon mal ein bisschen anstrengender. Und dann haben wir hier noch Button. Ja, steht auch gleich easy hinter. Und da spielen wir einfach nur mit der Tastatur, wollte ich gerade sagen. Nur mit den Controllern. Ja. So, und ich würde sagen, ich lasse das jetzt auch erstmal auf den Buttons und wir drücken einfach mal auf Play. So. Und wir müssen hier diese Sternchen immer sammeln. Was ich natürlich gerade überhaupt nicht cool finde, ist, dass wir ja nicht in dieser Ego-Perspektive sind, dass mein komplettes Bild immer damit hin switcht, sondern ja, er einfach immer hier so hin und her tingelt. Copy, ach, da haben wir eins. Dann gehen wir erstmal auf die eins und spielen das nochmal.
Und die Sternchen fallen immer hinten in den Rucksack rein. Guck, zack. Oh, ich hoffe, das war springen. Jo. Oh, das war die falsche Taste. Das ist ducken. Und wirklich im richtigen Moment. Uah. Uah, so zum Beispiel nicht. Ja, dann gehen wir mal nochmal zurück. Und wir lassen mal auf dem ersten Level und wir machen jetzt mal mit dem Lichtschwert. So. Zack. Zack. Und wir müssen hier wirklich mit Büschen Schwung das Ganze machen. So ducken wir uns. Zack. 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 Oh, das war ein bisschen fail. Also mit dem Lichtschwert finde ich es ja überhaupt gar nicht angenehm, muss ich ehrlich sagen. Und dann machen wir mal Step und Play. So, jetzt müssen wir uns selber bewegen und das finde ich jetzt richtig blöd. Ja, dass der Charakter halt, dass es nicht mitgeht und ja. Nochmal. So, hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Also ihr merkt schon, also man braucht ein bisschen Platz denn. Aber hier finde ich es halt richtig blöd, dass das wirklich nicht im Ego ist. Oh, hätte ich richtig springen müssen, wa? Okay, gucken wir nochmal. Ich bin noch gesprungen! Also ich springe ja nun, ne? Und irgendwie rennt die da immer gegen. Ja, er ist gesprungen, aber ich war zu früh. Okay. Also das ist dann, ja, irgendwie nicht mein Fall. Aufgrund, weil der Charakter nicht wirklich, ne? Weil ich nicht der Charakter bin. Ne? Nicht diese Ego-Perspektive. Also die bräuchte ich hier echt schon. Das wäre geil, wenn das reinkommen würde. So, dann gehen wir jetzt nochmal auf die 1. Und lassen mal, machen mal Top-Down. Und mit Buttons, okay, gucken wir mal. Ja, ist die Sicht jetzt ein bisschen anders? Das finde ich natürlich jetzt schon ein bisschen besser. Weil wir komplett von oben runter gucken können. Yay! Zack. Nee, da. Wow, nein. Ah, falsche Taste. Hui. Ach. Huch. Ja, so kann man das auch spielen, wa? Geil. Nur keine Sterne sammeln, ne? Ey, das muss mir erstmal einer nachmachen. Also verdrückt man sich echt teilweise. Dim, dim, dim. Und ich war schon so weit. Ich schaffe hier nicht mal ein Level. So, Leute, ich probiere es hier nochmal in schön. Also ich gebe mir wirklich beste Mühe hier. Oder größte Mühe. Ich muss mich wirklich konzentrieren, dass ich wirklich die richtigen Tasten immer drücke. Ach, schon wieder gegen. Also ich komme wirklich teilweise mit den Tasten durcheinander. Leute, man verkackt hier echt immer, ne? Obwohl das eigentlich easy ist, aber ich komme teilweise so durcheinander und dann... Ah, Wahnsinn, ey. Grrr.
Nein, wieder die falsche Taste. Ey, Leute. Ne, da ist man voll im Flow und dann drückt man die falsche Taste. Ich krieg's nicht geschissen, verdammte Kacke, ey. Das wurmt mich. Das wurmt mich sehr. Aber egal, ich werde weiter üben. Ne, ich gebe mein Bestes. Bei 65% bin ich schon. Juhu. So, das war jetzt der Rollerplay. Und ich denke mal, da werden sich nachher die Meinungen arg unterscheiden zwischen gut und zwischen schlecht. Ich habe jetzt, und da könnt ihr hier mal gucken, bereits 5,9 Stunden gezockt. Also, ich finde es gut, muss ich sagen. Am Anfang war ich nicht der Meinung, dass es gut ist, aber ich habe nachher einfach mal so ein bisschen rumprobiert und gemacht und fand es dann richtig cool. Was mich allerdings stört, ist, dass wir hier nicht die Möglichkeit haben, in eine Ego-Perspektive reinzuschalten. Gerade auch, wenn wir wirklich uns selber bewegen müssen, also im Hard-Mode spielen, wo wir dann wirklich springen müssen, uns ducken müssen, wirklich einen Schritt nach rechts oder links machen müssen. Wir haben hier drei Schwierigkeitsstufen von Easy, Normal und Hard. Easy beläuft sich einfach nur darauf, dass wir mit den Controllern spielen und Taste A, B, X, Y drücken, zum Springen, zum Ducken und nach rechts und links ausweichen. Dann haben wir noch den Normalmod, das mit einem Lichtschwert gesteuert wird. Da haben wir dann so Balken an den Seiten und oben und unten, die wir dann mit dem Lichtschwert einfach anhauen müssen. Ja, im Eifer des Gefechts passiert es mir immer wieder bei diesem Lichtschwert, dass ich dann aushole und dann aus Versehen die rechte Seite treffe, obwohl ich nach links wollte. Von daher bedarf es da noch wahnsinnig viel Übung meinerseits. Ja, und dann haben wir noch den Hard-Mode und da ist dann Körpereinsatz gefragt, denn da müssen wir wirklich komplett einen Schritt nach rechts oder links machen. Wir müssen wirklich springen, wir müssen uns wirklich ducken. Und das ist gar nicht so einfach. Bisher habe ich es auch noch nicht geschafft, ein Level komplett abzuschließen. Ich habe sogar das Ganze probiert, in Flat zu zocken und das Höchste, was ich geschafft habe, waren 95%. Ja, was mich hier so ein bisschen bei stört, ist, dass wir nicht die Möglichkeit haben, in eine Ego-Perspektive zu schalten und dass das Bild dann wirklich auch dementsprechend immer mit auf diese Bahn geht oder auch dann hochspringt. Das wäre natürlich noch richtig geil, wenn das möglich wäre. Was aber richtig geil ist, ist, dass wir hier einen Level-Editor haben. Den kann ich euch ja mal kurz zeigen. Und hier ist er. Da können wir uns unsere Bahn alles selber herstellen und ihr könnt auch eure eigene Musik reinbringen. Das Ganze ist jetzt gerade noch nicht verfügbar, da das Spiel noch nicht draußen ist. Ich hoffe, dass der gleich auch mitkommt zum Release. Und es sieht auch ziemlich ja, einfach in der Handhabung aus. Also ist jetzt, glaube ich, nicht so kompliziert. Ja, schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr sagt, ihr würdet das auch mal spielen oder eher nicht. Würde uns echt mal interessieren. Ja, und wenn euch gefällt, was wir machen, ne, vergesst das Abo nicht. Haut gleich mit auf die Glocke, damit ihr mal erfahrt, wann es was Neues gibt. Und dann sage ich auch schon wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.